Hallo, dies ist Level 16. Nachdem ich gerade im Level 15 fast gestorben bin, werde ich mich trotzdem nicht eines Besseren besinnen und gleich genauso blöd anfangen, indem ich hier beinahe oder vielleicht sogar wirklich in den Tod stürze. Auf jeden Fall sehr viel Treibstoff sinnlos verwende. Das ist einfach die Kanonen, die da nach links gehen, die haben mich gleich mal verleitet, dort hinüber zu fliegen. So. Ich kann mich aber erinnern, dass Level 16 nicht so ein unangenehmer Level ist wie Level 15, deswegen lasse ich das mit dem Schwierigkeitsgrad. Und man sieht auch ziemlich deutlich, dass er nicht so unangenehm ist. Nicht gleich am Start zwei Stäbe. So, erste Fracht hätten wir damit eigentlich schon fast. Hier geht es halt nochmal voll gegen die Gebläse. Was auf Schwierigkeitsgrad normal völlig egal wäre. Auf Schwierigkeitsgrad schwer merkt man es aber. So, und diese Kanonen da sind eher was, wo man sich, wenn am Schluss die Konzentration nachlässt, nochmal kräftig wehtun kann. So, ich habe fast keinen Treibstoff mehr. Aber egal. Diese Kanonen sind auch nicht so schlimm, also es gibt deutlich Schlimmeres. So, geht mir jetzt der Treibstoff aus? Ich glaube, es geht. Ja. Kein Problem, alles. Ich kann mich jetzt schon mal mental auf schwerere Level vorbereiten. Und das ist dann vielleicht sogar eine ganz gute Übung. Okay. Hier geht's nicht weiter. Gut. Es war trotzdem ganz richtig, was ich gemacht habe. Bis auf. Okay, es war nicht richtig, offensichtlich. So. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was der Unterhaltungswert davon ist, sich das anzuschauen, wie ich hier immer wieder scheitere. Vielleicht nicht permanent, aber doch häufiger. Ja, geht's hier vielleicht irgendwann durch? Das sind so die. Ach, Mann. Situationen, wo man an rote Ampeln oder beziehungsweise an ampellose Straßenüberquerungen erinnert wird. Ich finde, Ampeln sind auch etwas, was in diesem Spiel noch fehlt, als Spielelement. Die würden sich da gut drin machen. Ja, nur wie es spieltechnisch sinnvoll wären, weiß ich jetzt auch nicht. So, ich werde da jetzt gar nicht nach unten. Sondern. Gar. Schnelle Kanonen sind ja an sich kein Problem. Ach du Schande, ich bin hier auch noch völlig falsch. Schnelle Kanonen sind nicht das Problem, aber wenn man halt stehen bleiben muss, um an ihnen vorbeizukommen, dann schon. Weil ansonsten kann man sich ja selbst mit seiner Geschwindigkeit anpassen. Und ist dann genauso schnell wie die Kanonen und dann geht's wieder. Ach du Schande. Ja, nehmen wir die mal. Die sehen eigentlich schon fast aus wie eine Komplettsperre. Ah, so. Die Geschwindigkeit der Kanonen ändert sich auch durchs Verstellen des Schwierigkeitsgrades nicht. Nur die Kontrolle, die ich über meine Rakete habe, ist ein bisschen schlechter. Beziehungsweise eigentlich sogar besser, nur. Nur eben schwieriger auszuführen. Also sowohl die Schwerkraft als auch die Stärke meines Antriebs verstärkt sich. Aber die Schwerkraft ist eben ziemlich spürbar. Und schließlich ist nach dieser Schwerkraft, jetzt habe ich einen Moment weggeschaut, das Spiel benannt. Man kann kritisieren, dass diese Schwerkraft nichts Verrücktes an sich hat. Ich würde das aber eher so interpretieren, dass man als Spieler daran verrückt wird. Oder dass das Spiel so gedacht ist. Auf jeden Fall ist Crazy Gravity
So ein bisschen eine Alliteration und damit ja ganz in Ordnung. So, war das jetzt so, dass ich da gar nicht runter muss? Das ist nach wie vor, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit reden würde, dann wüsste ich das ganz genau, aber so musste ich tatsächlich nachdenken, ob ich da jetzt hin muss. So, wir nehmen eine Fracht, weil wir es können. Aber ob diese Fracht ihr Ziel erreicht, ist eine andere Sache. Die sind ja auch so nett bei diesen Frachtabholstationen, dass man immer wieder eine neue Fracht hat. Somit ist ja gar nichts verloren, nicht endgültig. So. Um da durchzukommen, ist es wirklich besser, einfach mal nicht auf die Umgebung zu schauen, sondern nur auf den Raum und die Raketen und so weiter. Trick 17. Hier waren wir ja schon mal. Da oben ist eine Einbahn, da kann ich nicht durch. Boah, das Drehen von komplett nach oben und komplett nach unten dauert doch ein bisschen. Ich kriege auch immer gleich so viel Schwung, dass ich, ja, damit kämpfe ich im Moment noch. So, okay, um mal zurückzukommen, nehmen wir den linken Weg. Ah ja, die Gebläse sind ja auch noch da. Das ist, wenn man sich schon so freut, gleich zu Hause zu sein. Dann kommt auch noch das. Und hier geht es auch nicht gleich durch die Kanonen, sondern wir nähern uns der Sache von der anderen Seite. So quer durch. Und ja, dieses war die erste Fracht. Na gut. Wir warten noch mal. Okay. Er hat mich doch noch durchgelassen. Brauchen wir Treibstoff? Ach, was soll's. Wir nehmen Treibstoff. Den Turbo, den es irgendwo da vorhin schon mal gab, habe ich stehen lassen. Auf dem Schwierigkeitsgrad, ja, da steht er. Das wäre ein Turbo, mit dem könnte man noch viel stärker Gas geben, ist aber nicht mehr so wirklich sinnvoll, wenn ich so auch schon ganz gut vorankomme, beziehungsweise ganz leicht scheitere. So, es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier muss ich durch, ja. Wow. Ich habe eigentlich nicht dran geglaubt, dass das jetzt so hinhaut. Und wir haben auch noch viel Scheiterpotenzial vor uns liegen. Ich habe ja vorhin überlegt, ob die Let's Plays mit den schwierigeren Leveln dann eher so eine Gelegenheit für mich wären, ein Repertoire an komischen Geräuschen anzulegen. Einfach bei jedem Scheitern bzw. Knappen vorbeikommen. Werde das jetzt, glaube ich, eher nicht bewusst verfolgen, weil mich das noch mehr ablenken würde. Aber das ist eventuell eine Möglichkeit für Zuhörer, einen Katalog anzulegen mit unterschiedlichen Geräuschen, die ich mache bei unterschiedlichen Situationen. Und dann ja, sortieren danach. Nach ästhetischem Gehalt und Unangenehmheit der Situation, in der sie vorkommen und so weiter. Wenn man ein Faible für Sortieren hat und nichts zu tun hat, kann man das ja machen. So. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss, aber ich bilde mir zumindest ein, dass da drüben. Wahnsinn, das war jetzt so oft so knapp. Ich habe gar keine Geräusche dabei gemacht. Ach! So, jetzt aber. Ja, hier waren wir noch nicht. Diese paar Dreher, wie heißen sie? Wirbler. Wirbelerzeuger. Kümmern mich herzlich wenig. Denn da ist so viel freier Platz dazwischen.
um mich wieder zurückzudrehen. Wirklich gemein sind die Dinger ja erst dann, wenn man genau dort Gas geben muss, wo sie einen drehen. Was ich dann natürlich in meinem eigenen Level ausgekostet habe. Dazu kommen wir später noch. In den Original-Level ist das vielleicht ganz selten manchmal so nebenbei auch der Fall. Aber sonst sind die ja eher recht nett. Im vorigen Level hatten wir einen, der recht gemein war von den Wirblern. So, wenn ich jetzt keinen Mist baue, dann wären wir mit dem Level auch fertig. Und im nächsten Level, Level 17, werde ich den Schwierigkeitsgrad wieder runterdrehen. Ja. Also, geschafft und tschüss.